Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir sind heute wieder über Zoom virtuell und das, obwohl der Lockdown vorbei ist. Also yes, so viel mal dazu. Es ist Episode Nummer 78 und wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt muss ich ganz kurz, Petra, bevor ich dich frage, wie es dir geht, okay, wir müssen kurz einen Shoutout an eine unserer Zuhörerinnen machen. Dir habe ich das eh geschickt, den Screenshot. Eine Zuhörerin von uns. Voll. Also fettes Shoutout an sie, hat uns auf Instagram geschrieben, dass sie einen Mammutmarsch, glaube ich war es, gemacht hat und quasi die halbe Nacht, während sie da ihre 100 Kilometer gewandert ist, nur unsere Stimmen im Ohr hatte und mit uns quasi ihre Nacht verbracht hat. Und das fanden wir so cool irgendwie, weil sie richtig sogar gesagt cool hat, sie hat mit Bodybuilding eigentlich nicht wirklich was am Hut und trotzdem ist sie da halt voll mit dabei. Also es ist mega geil. Also wir freuen uns immer unheimlich, wenn ihr uns solche Nachrichten schickt. Das ist richtig, richtig, richtig cool und zeigt uns irgendwie, dass wir da nicht nur in eine Kamera reinsprechen, das sind Menschen, die hören sich das an. Ja, das ist total cool. Es ist richtig cool. Ja, da wird es einem wieder mal richtig bewusst. Also danke an der Stelle dafür an jeden, der sich da bis jetzt schon die Zeit genommen hat, um uns sowas zu schreiben. Also wir wissen es sehr zu schätzen. Mhm. Und mit diesem etwas anderen Intro frage ich dich jetzt, Petra, wie geht's dir? Wie läuft deine Prep? Wie viele Wochen bist du out und wie excited bist du, dass du so viele Fragen. Zeit vergeht? mein Prep hier. Ah ja, Entschuldigung. Wie geht's dir? Nein, es geht dabei wirklich noch sehr, sehr gut. Also, mir geht's tatsächlich sehr gut. Diät läuft. Ich hatte zwar vor 1,5 Wochen ein ziemliches Tief, zumindest für so einen halben Tag oder 2 halbe Tage, so in Richtung, aber das habe ich überwunden und jetzt ging es eigentlich wieder voll bergauf. Ich komme mit der Ernährung relativ gut zurecht eigentlich. Ich hatte gestern heute Refill, also ich habe es dir eh auch schon gesagt, ich bin gerade so pappsatt, also wirklich pappsatt? Nein. Pappsatt. Pappsatt, danke. Fast. Pappsatt. Also es passt alles wunderbar. Ich hatte ja damals, als ich eben dieses Tief gehabt habe, gerade zu dem Zeitpunkt einen ziemlichen Organdrop. Vielleicht habe ich auch deswegen, ging es mir dann vielleicht auch nicht so gut, weil ich habe wirklich einen Drop von 1 Kilo gehabt. Und seitdem steht mein Gewicht aber wieder. Mhm. Also ich rechne mal damit, dass jetzt dann auch bald wieder ein relativ großer Drop kommt. Ich hoffe zumindest sehr. Und wenn nicht, dann wird dann Valentin die entsprechenden Kürze machen, die notwendig sind. Ich bin 14 Wochen out. Ich bin mega, mega hart. Es ist richtig cool. Ich genieße aber auch extrem den Prozess. Es ist so episch, wieder im Gym trainieren zu können. Wieder das ganze Umfeld um mich herum zu haben. Das ist halt gerade richtig, richtig cooler Boost. Vor allem auch mit Spiegel trainieren zu können. Das macht so viel aus. Ein Spiegel zu haben, macht so viel aus. Voll. Extrem. Vor allem, also jetzt sehe ich auch erst wirklich, wie sich die Form mittlerweile wirklich schon geändert hat. Und jetzt auch teilweise wirklich so von, manchmal wirklich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche sich auch wirklich schon der Körper verändert. Also jetzt geht es halt wirklich los. Und das ist halt richtig, richtig cool. Posing bin ich auch gerade voll am Arbeiten. Ich muss hier eine Choreo erstellen, weil PCA hat auch in der Figurklasse nicht nur ein AWOC, sondern eben auch 60 Sekunden Choreo. Mhm. Und da arbeite ich jetzt gerade dran, dass ich das halt irgendwie erstelle, eher auch gemeinsam mit der Ria, meinem Posing-Coach. Und Lead habe ich schon ausgewählt. Und jetzt versuche ich da mal ein bisschen was zusammenzustellen. Ich bin teilweise noch schwer überfordert, mir da was zu überlegen. Aber zumindest so die ersten 3-4 Bewegungen sitzen schon mal. Aber der ganze Rest muss noch kommen. Mhm. Ansonsten berufstechnisch bin ich gerade voll ausgelastet, ein paar neue Kunden dazu bekommen. Unterrichten bei der PFA ist wieder losgegangen, was halt jetzt da quasi vom Tagesrhythmus mich wieder ein bisschen sehr durcheinander bringt. Aber es ist geil. Ich liebe unterrichten. Es macht mir so viel Spaß. Und ansonsten noch, ich habe einen Vlog gestartet.
Stimmt, voll. Kann man kurz mal Werbung machen dafür, ja, glaube ich. Ja, voll. Also auf YouTube, ja, unter meinem YouTube-Channel, einfach Petra Brettenthaler, ist die erste Folge jetzt schon online gegangen und hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, diese Folge zu drehen und zu schneiden. Und jetzt werde ich morgen wieder die nächste Folge filmen. Also ich werde quasi mein Training begleiten. Morgen ist Leg Day und das kommt dann wieder am Montag online. Also im Prinzip habe ich jetzt mal vor, immer montags eine neue Folge online zu stellen und einfach so die Prep so mitverfolgen, weil jetzt wird es ja wirklich interessant bei der Prep. Und ja, macht gerade urviel und es ist so cool und macht alles mega viel Spaß. Und ja, ist sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Es war für dich jetzt eigentlich eh so mit Gym-Openings eigentlich so von 0 auf 100 irgendwie, oder? Also so im Vergleich, es war jetzt vorher auch nicht langweilig, das nicht, aber so im Vergleich schon gut, was dazu gekommen. Also es ist jetzt ordentlich, also es ist richtig krass viel jetzt los, ja. Also da wirklich viel, aber kommt auch irgendwie so genau richtig gerade, weil Ablenkung ist key. Also jetzt in der Prep, ich merke so sehr, dass wenn ich halt beschäftigt bin, ich vergesse zu essen. Ja. So wie heute am Vormittag. Ja, und dann muss ich halt meine Mahlzeiten recht schön hintereinander essen und dann bin ich halt urvoll. Das ist dann, auch hätte ich auch nicht gedacht, dass ich 14 Wochen, also 14 Weeks out, komplett voll gegessen werde. Mein Kater spielt gerade extrem verrückt am Boden herum, deswegen schaue ich immer wieder so runter. Ist gut. Der geht gerade voll ab. Cute. Aber ja, Melli, wie geht's dir? Ich habe jetzt genug gefahren. Ist ja immer schön, wenn man wem zuhört dabei, wenn man über was spricht, was einem irgendwie excited, so, das ist schon cool. Mir geht's auch gut. Mir geht's auch wirklich gut eigentlich. Also ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt so, das sagt man halt schneller mal, aber ich habe das Gefühl, das gute Wetter tut uns allen gut. Also, dass die Sonne rauskommt und dass irgendwie, man geht raus, man kann sich in die Sonne legen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, es macht einfach echt was mit uns. Vor allem, wenn man überlegt, so letztes Jahr um die Zeit haben wir halt schon geschwitzt ohne Ende. Es war Katastrophe, wie heiß es letztes Jahr im April und Mai schon war. Und dieses Jahr ist irgendwie so... Ja, also ich mag es eh, um Gottes Willen, es ist eh genau mein Wetter, aber muss man halt so mal gesagt haben. Tut uns allen gut. Also mir geht es auch wirklich gut. Ich habe jetzt, ich bin jetzt ernährungstechnisch ähnlich wieder so richtig im Aufbau angekommen. Also ich habe jetzt die letzten 3 Wochen wieder durchgehend getrackt, was ja schon mal fetter Win ist, und schaffe es jetzt auch wirklich wieder consistently, meine Kalorien wirklich zu hitten oder meine Makros wirklich zu hitten, weil vorher war es so... Schwankungsbreite 300 Kalorien aufwärts, abwärts. Im Schnitt bin ich zwar hingekommen, wo ich hin sollte, aber es war halt so komplett random und jetzt komme ich halt wirklich wieder hin. Das Gewicht geht auch wieder nach oben. Also ich bin jetzt wieder bald auf meinen, ja eigentlich bald auf dem, wo ich im, wann war das, im Februar, ab März irgend sowas, wo ich schon war, also so 58,5, 58, Irgendwie 68 natürlich. Ich kann sagen, weil ich bin bald bei 58. Ja, da stimmt was nicht. Also so 68,5, 69 so im Schnitt circa, da bin ich jetzt endlich wieder bald da. Aber mit besserer Form denn je. Also für dieses Körpergewicht jetzt natürlich. Also das ist natürlich sehr cool. Und bin auch wirklich jetzt so stark, wie ich es in meinem Leben noch nie war. Das ist halt echt ein geiles Gefühl. Das ist wirklich geil. Natürlich jetzt bei manchen Übungen nicht so. Also eine Kniebeuge bin ich halt wieder froh, dass ich überhaupt wieder schmerzfrei ausführen kann. Natürlich, da bin ich jetzt ungefähr bei Körpergewicht, aber auch wieder auf dem Weg dorthin, wieder die Lasten zu bewegen, die ich schon mal bewegt habe. Also trainingstechnisch, ernährungstechnisch läuft es echt gut. Ich schlafe unheimlich viel im Moment. Also ich schlafe zurzeit 9+ Stunden pro Nacht. Das ist so crazy. Also, das ist halt richtig gut. Und sonst, ja, es geht gut eigentlich alles. Also irgendwie so diese, ja, Gym-Openings, besseres Wetter, Lockerungen generell tun einfach irgendwie gut, weil es sich nicht mehr so illegal anfühlt. Ja, es fühlt sich nicht mehr so illegal an, sich mit Menschen zu treffen oder so. Also das ist schon echt cool. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment ein bisschen nervös, weil ich hoffe, dass ich mein Testergebnis heute noch bekomme, damit ich morgen trainieren gehen kann. Das ist immer mit diesen Google-Tests so ein... wie sagt man, so ein Gamble quasi. Das ist immer ein Glücksspiel, ob man das Ergebnis rechtzeitig bekommt oder nicht. Aber gut, das ist mein größtes Problem. Bist du jetzt eigentlich schon geimpft? Ich bin noch nicht geimpft. Ich habe heute gerade erst geschaut, ob ich mich schon impfen lassen könnte, aber ich gehöre in keine Risikogruppe, bin beruflich nicht in irgendeinem... Doch, beruflich. Du kannst das machen. Naja, ich mache keine Personal Trainings oder so mehr. Also von dem her...
Also formal vielleicht schon, aber ich hab mir halt dann gedacht, okay, ob ich jetzt den Impftermin habe oder 3 Wochen später. Es ist für mich egal, weil ich bin jetzt nicht in einer Diät, wo ich jede Woche, die ich später vielleicht geimpft werde, irgendwie härter reagieren könnte drauf oder dass ich jetzt in nächster Zeit irgendwie Reisen geplant hätte oder so. Von dem her, ob ich es jetzt bekomme oder in einem Monat, ist eigentlich egal. Solange ich es halt spätestens im August habe, wenn ich dann im September eben auch zu euren Wettkämpfen dann mitfliegen möchte. Also spätestens da muss ich es haben. Ja. Aber bis dahin, ich schätze mal, das wird sich ausgehen. Ja. Apropos Reisen, ich fliege ja dann nach meinen Wettkämpfen für 2 Monate nach Amerika. Mhm. Und ich habe mich jetzt schon für die ersten Wochen bei meinem Onkel einquartiert, der in der Nähe von New York wohnt. Und ich habe dann letztens geschaut, welche Fitnessstudios dann dort so in der Umgebung sind. 20 Minuten entfernt von dort ist das Beth's Gym. Mhm. Magst du vielleicht kurz erklären, was das für ein Gym ist für die meisten, die es jetzt nicht kennen? Oh mein Gott. Beth Francis ist im Prinzip einer von den Frauen-Bodybuilderinnen, die damals in den 80er Jahren das Frauen-Bodybuilding ein bisschen so revolutioniert hat. Sie hat zwar jetzt nie wirklich gewonnen, weil sie zu muskulös war, ja, aber Beth Francis ist halt wirklich so 80er Jahre Frauen-Bodybuilding einfach, die hat die Standards ganz mal woanders hingesetzt und die besitzt eben ein Fitnessstudio. Sie hat, glaube ich, mehrere Standorte, aber das in New Jersey ist quasi das Original. Das OG. Genau, also es heißt irgendwie so Beth Powerhouse Gym, glaube ich, ist dann der richtige Name oder sowas. Und es ist im Prinzip das Mekka vom Bodybuilding auf der Ostküste. Mhm. Geil. Und dort werde ich mindestens 3 Wochen lang wahrscheinlich trainieren. Das ist so gut. Ich habe mich für 3 Wochen bei meinem Onkel einquartiert. Ja, es ist so cool. Es ist generell, wenn ich so zurückdenke, jetzt im Auslandssemester bin ich ja auch zum Beispiel, also eben an der Westküste so ein bisschen unterwegs. West? So, jetzt habe ich es geografisch kurz mal auf der anderen Seite. Ja, ja, West. Ja. Nie ohne, kurz mal. Nie ohne Seife waschen. Ja. Also nie ohne Schuhe wandern. Ja, das geht auch. Ich wollte nicht ohne Seife wandern, das wäre ein bisschen komisch. Nie ohne Schuhe waschen. Genau. Nein, aber da habe ich, also wir waren ja da auch so ein bisschen Roadtrippen unterwegs und so weiter. Und es ist halt so cool, wenn man da drüben irgendwo in so ein Gym reinkommt, weil es irgendwie, keine Ahnung, man kommt halt direkt mit den Leuten dort ins Gespräch und dann lernt man halt super interessante Menschen kennen und dann kann man mit denen so sich austauschen. Es ist so cool. Also das ist mega geil. Da freue ich mich echt für dich. Ja. Das ist ja cool. Ja. Also ich werde mir dann hoffentlich einen Bodybuilder aufreißen, den man dann New York zeigt. Ja. Das ist das Ziel. Perfekt. Gut, aber eigentlich sind wir wegen einem ganz anderen Thema hier. Gell? Genau. Also wir haben uns da jetzt schon wieder ein bisschen in den Intro-Details verloren. Und zwar es ist die Frage gekommen, tatsächlich von einer Zuhörerin, glaube ich auch, ja. Sogar von einer Kundin von mir. Von der Natascha. Cool. Shoutout an die Natascha. dass wir mal, oder ob wir mal über unsere Coaching-Anfänge oder unsere Trainer-Anfänge so generell ein bisschen sprechen können, weil wir haben ja eigentlich ja auch ein bisschen unterschiedlich angefangen, beziehungsweise generell obviously einen anderen Werdegang, weil ich habe halt mein Studium abgeschlossen und war halt direkt da und bei dir war halt ein bisschen dazwischen. Deshalb können wir da einfach ein bisschen drüber quatschen, glaube ich. Magst du da einfach so ein bisschen mal erzählen, so wie so, wo es für dich so das erste Mal vielleicht so in diese Richtung gegangen ist, dass du halt gesagt hast, okay, das ist jetzt so eine Coaching-Tätigkeit, eine Trainertätigkeit, wo du so ein bisschen in die Richtung tendiert bist, zu coachen. Okay, also bei mir ist es eigentlich so, dass ich über den Vereinssport quasi in diese Trainertätigkeit hineingerutscht bin. Und zwar mit 16 habe ich dann angefangen, quasi Kinder im Cheerleading zu trainieren, was dann immer mehr und mehr und mehr geworden ist. Also ich habe dann angefangen, Nachwuchs trainieren, dann eben habe ich dann, als ich dann aktiv aufgehört habe, die Erwachsenenteams zu trainieren, dann habe ich angefangen, in Österreich herumzufahren, andere Vereine eben zu helfen und zu coachen. Dann habe ich angefangen, Trainer in Österreich auszubilden. Und genau, und dann im Verein sportliche Leitung gewesen, dann im Verband auch sportliche Leitung gewesen, Nationalteamtrainer gewesen. Also ich bin ja da quasi über den Vereinssport schon so in Trainertätigkeiten
zurück, wirklich reingerutscht. Und das habe ich wahrscheinlich 18 Jahre lang gemacht. Und als ich dann eben im Krafttraining dann so stark reingekommen bin, habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie langsam doch mehr Spaß macht als das Cheerleading. Und dann kam irgendwann so die Erleuchtung, warum werde ich nicht Fitnesstrainer? Und dann habe ich mich eben umgeschaut nach Ausbildungen und habe dann bei der PFA, wo ich ja jetzt selber unterrichte, die Ausbildung zum Personal- und Fitnesstrainer gemacht. Ja, also ich habe quasi wirklich beschlossen, dass ich da zuerst die Ausbildung mache. Und dann während der Ausbildung habe ich aber da schon angefangen, mich bei den verschiedenen Ketten als Fitnesstrainer zu bewerben, und aber halt nur geringfügig, unter anderem eben bei CleverFit. Und dann bin ich aber dort im Zuge des Bewerbungsgesprächs dann gefragt worden, ob ich nicht die Studioleitung übernehmen möchte. Und so bin ich dann eigentlich, so habe ich dann das Cheerleading halt komplett beendet und hinter mich gelassen und bin dann in diese Fitnessbranche hineingestiegen. Wann war das ungefähr, vom Zeitrahmen her, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Das war, also die Ausbildung habe ich Anfang 2019 angefangen. Im Frühjahr 2019 habe ich als Studioleiter angefangen zu arbeiten. Im Sommer 2019 habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Genau. Und dann eigentlich dann auch im Sommer 2019, Herbst 2019 habe ich dann bei CleverFit aufgehört zu arbeiten und habe dann als Personal Trainer bei Homes Place angefangen und gleichzeitig auch schon mein Online-Coaching quasi aufgebaut. Also da habe ich meine ersten zwei Kunden auch zeitgleich mit Homes Place, meine ersten zwei Online-Coaching-Kunden eigentlich aufgenommen. Und habe auch, als ich bei CleverFit zum Arbeiten angefangen habe, das Coaching beim Chris gestartet. Genau. Und das war 2019, dann war ich 2020, aber 2020 haben dann die Leute eh schon mitverfolgt im Podcast. Ja, mit dem her. Voll. Das war dann eh das. Also es war dann im Herbst 2019, oder? Dass du angefangen hast, ein knappes Jahr oder später, wo es dann halt genau, ein knappes Vollzeit. Jahr später, ja, fast ziemlich genau ein Jahr später war ich dann eben voll selbstständig und habe Homespace gekündigt und mache jetzt eigentlich fast nur, ja, also das Online-Coaching, und dann habe ich eben halt auch letztes Jahr dann eigentlich urwitzig, weil ein Jahr, nachdem ich ja meine Ausbildung bei der PFA abgeschlossen habe, ein Jahr später habe ich angefangen, dort zu unterrichten. Also ich seit Sommer letzten Jahr unterrichte ich eben bei der PFA. Also das sind jetzt so meine zwei Standbeine im Prinzip, das Online-Coaching und das Unterrichten. Und das taugt mir extrem. Also das ist halt richtig, richtig cool und macht mir extrem viel Spaß. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Voll. Ja, und jetzt sind wir da. Ja, genau. Voll. Jetzt sind wir da. Ja. So, ich finde es so spannend. Das ist generell, also irgendwie, wenn man so ein bisschen sich mit Online-Coaches austauscht, wie unterschiedlich die Leute da reinkommen. Es sei bei mir komplett anders eigentlich. Also, ich meine, obviously war es komplett anders. Ich war jetzt nie in einem Verein. Ich war schon gar kein Trainer oder sonst irgendwas in die Richtung. Also, ich habe es ja, also bei mir war es so, dass ich habe 2015 meine Matura gemacht und wollte eigentlich direkt nach der Matura wollte ich also nach dem Abi jetzt für alle deutschsprachigen Zuhörer, wollte ich eigentlich Diätologie studieren und bin aber im ersten Anlauf, wo ich dort studieren wollte, nicht reingekommen. Und dann habe ich stattdessen, unter Anführungszeichen, habe ich halt ein Jahr woanders gearbeitet und habe bei der Vitalakademie eine Ernährungstrainerausbildung damals gemacht, was halt so für mich so der Einstieg in so dieses ganze Ernährungsthema eigentlich war, weil interessiert hat es mich halt vorher schon, weil das war so die Zeit, wo ich auch gerade angefangen habe, also nicht angefangen habe, aber wo ich so gerade 1,5 Jahre so im Sport drin war und mich mit Ernährung beschäftigt habe und so weiter. Und es war aber 2016 dann schon, dass ich die Ernährungstrainer-Ausbildung abgeschlossen habe. Ich habe dann eigentlich sogar nochmal probiert, ob ich ins Diätologiestudium reinkomme, aber dann hätten sie mich sogar genommen, aber dann habe ich abgesagt. Okay. und ich habe dann stattdessen, also nochmal ein Jahr später Marketing quasi studiert, einfach weil es so meine ja, gut, ich habe jetzt ein bisschen zu früh eigentlich eingestiegen, weil im Zuge der Ernährungstrainer-Ausbildung habe ich meinen Fitnessblog damals gestartet, wo ich halt dann angefangen habe, die Dinge, die ich halt im
also die ich halt so dazu lerne und die Dinge, die ich halt in der Ausbildung lerne, so auf dem Fitnessblog so ein bisschen weiterzugeben. Und mit dem hat dann auch so diese ganze Instagram-Geschichte und so weiter angefangen. Und über diesen Blog bin ich dann ja drauf gekommen, dass mich Marketing und Online-Marketing so interessieren. Und deshalb habe ich ja dann Marketing studiert. Also das war dann so diese Story von dem Ganzen. Und den Blog hatte ich ja dann eigentlich bis 2019, also 4 Jahre ungefähr. Und das war halt dann so, dass ich das irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt hatte, dass ich halt viele Newsletter-AbonnentInnen hatte und sehr, sehr viele LeserInnen und so weiter. Und irgendwie war das dann so, okay, man hat halt immer öfter so diese Frage bekommen, ja, bietest du Coachings an? Und ich war damals so, ja, warum sollte ich coachen? Was habe ich mit Coachen am Hut? Bis ich dann irgendwann selber mal einen Coach hatte und dann mal gemerkt habe, okay, eigentlich ist es schon ziemlich cool, einen Coach zu haben oder so diese Zusammenarbeit einfach irgendwie zu haben. Und es hat dann aber also das war halt jetzt ungefähr 2018 sowas. Und es hat dann noch ungefähr über ein Jahr gedauert, also bis ich halt mitten in meiner Prep war, also so April 2019 ungefähr, wo ich dann gesagt habe, okay, probieren wir es halt einmal, schauen wir uns das halt einfach einmal an, schauen wir mal, was das so kann, weil wie gesagt, ich habe halt mit meinem Coach zusammengearbeitet, schon seit ja 1,5 Jahren, nicht ganz zu dem Zeitpunkt. Und es hat mich halt interessiert und die Ausbildung zur Ernährungstrainerin hatte ich ja, also habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal, was das so kann. Und irgendwie habe ich dann so den Einstieg halt gemacht, damals, als ich noch im Auslandssemester eigentlich war. Das war ganz witzig. Und dann, als ich heimgekommen bin, so mit Juli, habe ich es dann halt wirklich offiziell gemacht. Also wo ich halt dann wirklich öfter mal auf Instagram was gepostet habe dazu und so weiter. Und im Rahmen von der Wettkampfvorbereitung sind halt dann so einige Kundinnen halt dazugekommen. Und so hat sich dann so von selbst eigentlich so entwickelt, dass ich halt dann nach dem Studium dann davon leben konnte irgendwie. Also das war dann über die 1,5 Jahre so circa, dass ich mir das halt neben dem Studium so aufgebaut habe. Aber es war dann für mich auch eher so ein reingerutscht irgendwie, als dass ich jetzt bewusst entschieden, also natürlich habe ich mich bewusst dafür entschieden, weil du entscheidest dich immer für oder gegen was. Aber es war jetzt nicht so das Ziel von Anfang an, dass ich gesagt hätte, okay, ich fange jetzt zum Beispiel den Blog an, weil ich später coachen möchte oder sowas. Also das war eigentlich nie meine Karrierevorstellung. Aber jetzt sind wir hier. Ja, voll. Also so hat sich es halt dann irgendwie entwickelt und ja, the rest is history. Also dann sind wir eh schon bei Herbst 2019 und dann, oder ja, Herbst. Ja, so Ende 2019. Was kommt nach Herbst? Winter? Winter. Ich hab's vor dem Podcast schon gesagt, ich bin heute schon komplett am Sand. Es ist 19:30 Uhr abends, normal schlafe ich schon fast. Aber ja, also so Herbst, Winter, dann haben wir einen Podcast gestartet und ab dann haben die Leute die Journey so ein bisschen mitverfolgt. Also dann, ja, war es bei uns beiden so, es sind auch über den Podcast eigentlich dann sehr, sehr viele Leute zu uns gekommen. Ja. Und was natürlich sehr cool ist, weil irgendwie sind das echt Zusammenarbeiten, wo man merkt, dass die Leute einen schon kennen und wo es dann zwischenmenschlich echt gut passt. Das finde ich richtig cool. Nur so am Rande erwähnt. Aber ja, also so war das irgendwie so die Story, so komplett anders, wie es bei dir war und so komplett anders, wie es bei jedem anderen ist. Ja, manche Leute studieren halt Sport und werden dann instant danach Coach oder andere Leute, so gerade in der Gym-Bubble ist es halt jetzt sehr, sehr oft so, dass Leute aus einem ganz anderen Feld kommen und dann zum Beispiel jetzt den Strength-Coach machen oder so. Also da wirst jetzt du wahrscheinlich in der Ausbildung auch ein paar Leute dabei haben, die eigentlich vielleicht vorher was ganz anderes gemacht haben. Ja, voll. Also es ist ja, also da sind wirklich, also teilweise sind die Leute sehr, sehr jung. Und du merkst, okay, die kommen halt wirklich gerade von der Schule und möchten halt jetzt diesen beruflichen Weg einschlagen. Und bei manchen merkst du halt, dass die eigentlich einen Vollzeitjob haben, in komplett anderen Branche, und aber halt merken, eigentlich taugt ihnen das Krafttraining so extrem und da halt versuchen, sich nebenbei ein Standbein aufzubauen. Ich muss aber auch gestehen, dass zum Beispiel auch bei der PFA, wenn ich mir da halt die Leute anschaue, dass sehr viele das gerne machen möchten, aber die wenigsten es wirklich durchziehen. Weil es ist dann auch immer so die Frage, wann startet man, wie startet man? Und da, wenn man da halt immer drauf auf den richtigen Zeitpunkt wartet, dann wird man nie starten. Mhm. Also wenn man halt gerade im Online-Coaching was anfangen möchte, und halt irgendwie so, ja, mein Sheet ist noch nicht perfekt und ich habe mir noch da nicht das überlegt und ich habe noch kein Logo, ich habe noch keine Homepage oder sonst irgendwas, denke ich mir so, Bullshit, scheiß drauf, ja, also ich habe mein erstes Logo, habe ich am Handy, am Weg ins Gym, auf irgendeiner App zusammengestellt und das dann verwendet, ja, mein Sheet war alles, aber definitiv noch nicht irgendwie super übertrieben überlegt, formatiert oder sonst irgendwas, aber es hat halt die wichtigsten Daten zum Ausfüllen gehabt und damit habe ich dann gestartet.
Wie war das bei dir? Wie lang hast du gebraucht als Überwindung, jetzt zu sagen, okay, passt, jetzt mache ich den ersten Kunden? Das war eigentlich tatsächlich bei mir gar nicht so lang, weil das war eigentlich, also sag mal so, ich habe auf Instagram ja immer wieder so die Nachrichten bekommen, bietest du Coachings an, und ich halt mir so, nein, eigentlich nicht, ich, keine Ahnung, ich habe auch nie drüber nachgedacht. Also das war, wie gesagt, eben eher sowas, wo ich dann mal draufgekommen bin, witzigerweise, weil ich aus der Gym-Bubble nur dem Manu damals gefolgt bin. Also den Manu habe ich ja persönlich gekannt und sonst aber keinen. Und ich hatte mit dem Gym auch nichts am Hut. Also ich kannte das Gym, ich war schon dort, aber ich hatte sonst nichts mit der Bubble am Hut. Und habe das halt gesehen, dass der coacht. Und habe dann irgendwie mir so gedacht, so okay, das ist jetzt nicht nur was, dass ich einen Coach habe und das so super special ist quasi, sondern das ist anscheinend irgendwie a thing, dass man das halt machen kann. Und ich habe ihn dann mal gefragt, wie er das gemacht hat, und er hat halt dann eh gesagt, ja, er hat halt mit PTs angefangen, bla 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 bla. Und bei mir war es aber dann so, dass ich mir da gedacht habe, okay, ich bin jetzt im Auslandssemester, ich werde jetzt nicht irgendwie, also wie soll ich mit PTs anfangen? Like, hä? Und ich habe dann einfach mal komplett random an irgendeinen, keine Ahnung, Dienstagnachmittag so einfach mal in meine Instagram-Story reingeschrieben, quasi, wenn ich Coachings anbieten würde, wer dir daran interessiert. Und darauf kamen schon ein paar Nachrichten, und daraus habe ich dann auch meine ersten 2 Kundinnen bekommen. Also das war irgendwie einfach so ein komplett random Thought, ohne irgendwie Zukunftsabsicht dahinter. Als die dann gesagt haben, sie wollen starten, hast du dann gleich gesagt, ja passt, wir starten sofort? Oder wie viel Zeitraum hast du da verstreichen lassen? Das war nicht viel. Das war wirklich nicht viel. Das waren vielleicht 2 Wochen oder so, weil ich eigentlich dazwischen irgendwie nochmal irgendwo hingefahren bin für eine Woche oder so. Aber sonst eigentlich relativ knapp. Ich habe dann auch das Sheet so, ja, aus Mühe und Not halt so ein bisschen erstellt, wie ich halt mein eigenes Sheet auch kannte. Also das war halt, ja, war halt eine Tabelle, fertig. Das war jetzt irgendwie fancy. Aber es hat seinen Zweck getan. Es hat funktioniert. Also es war dann irgendwie, also für mich war es, wie gesagt, dadurch, dass jetzt das ist halt jetzt anders, weil natürlich jeder von Coaching, Coaches und so weiter bombardiert wird und sich vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielt, aber bei mir war das, also damals war das halt noch nicht so, vor allem wenn man in der Bubble nicht drin ist oder den Leuten nicht folgt. Also ich kannte damals noch nicht mal den Valentin, hat man nichts gesagt, keine Ahnung, wer das war. Ich kannte den Valentin lange nicht tatsächlich. Also im Nachhinein gesehen ist es so, wow, wie konnte man den nicht kennen? Aber ja, war so. Und deshalb war es bei mir jetzt nicht so, dass super lang Zeit verstrichen ist. Aber es war, das war einfach so ein spontaner Einfall irgendwie, dass ich mir gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt einfach und habe es halt dann wirklich gemacht. Aber ich weiß, dass es bei vielen anderen Dingen schon anders war bei mir. Also gerade so Dinge wie den Blog starten, Instagram starten, irgendwie mich zu trauen, da was zu posten. Ich habe ein paar YouTube-Videos gemacht damals schon. Und das waren so Dinge, die ich halt, also wo ich das halt kenne, zu sagen, okay, man nimmt sich's mal vor und dann dauert es ewig, bis man wirklich mal in die Umsetzung kommt, weil man es immer rausschiebt. Nur das Coaching war halt zufälligerweise gerade was, wo das eigentlich nicht so war. Also das ist vielleicht gerade einfach ein schlechtes Beispiel, weil ich weiß, dass das bei den meisten nicht so ist. Ja, bei mir war es mich auch wirklich so, also ich habe über das CleverFit relativ schnell meine ersten 2 Kunden gehabt, wo ich gesagt habe, weil ich habe dann halt, als ich dann entschlossen habe, ich will Online-Coaching starten, habe ich natürlich angefangen, dort mit den Mitgliedern zu reden und ihnen halt einfach nur zu erzählen, dass ich das halt eben vorhabe zu machen. Und da haben sich dann eigentlich 2 Mädels gemeldet, die eine ist noch immer bei mir im Coaching, und dass sie da eigentlich Interesse hätten, dass sie das mit mir machen. Und habe gesagt so, ja, passt. Das war, glaube ich, so Juli oder sowas. Und sie sagt so, ja, so Ende Sommer, Anfang Herbst, bis dahin will ich das dann wirklich durchziehen. Und dann ist der Juli verstrichen, ist der August verstrichen. Und dann habe ich gesagt, fuck, jetzt muss ich da jetzt echt jetzt irgendwie was machen und zusammenstellen, weil ich das einfach sonst nicht immer auf die Reihe kriege. Habe dann angefangen, was zum Ausarbeiten. Und dann habe ich gedacht, so, nein, das passt doch nicht. Und habe dann, sie sind immer wieder gekommen, gefragt, wann starten wir? Und ich so, ja, gib mir noch, ich brauche noch. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, so, nein, wurscht, ich habe da jetzt eh so halbwegs was zusammen, passt, wir starten jetzt geht's los. Ja. Mhm. Also ich habe auch meine ersten 2 Kunden quasi eigentlich schon fix gehabt, bevor ich dann wirklich alles gestartet habe, hab sie halt über das Fitnessstudio, wo ich eben gearbeitet habe, dann eigentlich bekommen. Mhm. Ja. Das hat da eigentlich recht. Das hat sehr gut funktioniert. Und generell finde ich auch, also man muss ja nicht,
Wir haben halt, bei uns hat der Podcast halt gut funktioniert, aber nicht jeder Online-Coach muss einen Podcast machen. Und, also man kann zu Kunden komplett unterschiedlich kommen. Eher auch, wie du es gesagt hast, der Manu zum Beispiel hat über PTs sicherlich einige Kunden gewinnen können. Ich war ja auch Personal Trainer, aber ich habe von meinem Personal Training zero. Kein einziger PT-Kunde ist zu mir ins Online-Coaching gegangen, weil meine PT-Kunden einfach auch durch das Homespace bedingt eine komplett andere Zielgruppe sind. Und das sind keine Personen, die dann selbstständig trainieren, sich im Handy filmen im Training und dann irgendwie irgendwelche Tabellen am Laptop ausfüllen. Ja? Das würden diese Personen dort nicht machen. Aber es ist für andere Leute funktioniert das sehr gut. Für andere Leute funktioniert Instagram sehr gut, ein Podcast oder halt ein YouTube-Channel oder was auch immer, ja. Oder halt einfach nur das Umfeld, wo man halt eben ist. Und ich finde, ich mag das Wort Networking nicht so sehr, weil ich finde, Networking hört sich gleich so gekünstelt an. Mhm. Aber tatsächlich einfach mit den Leuten reden. Einfach wirklich mit allen möglichen Leuten reden, die du triffst. In dem Fitnessstudio, wo du halt trainierst, einfach, weil da kennt man sich ja eh untereinander, ja, und da einfach präsent sein, freundlich sein, mit den Leuten quatschen und nicht versuchen, ihnen was anzudrehen, sondern einfach nur erzählen, hey, ich starte mein Online-Coaching, das und das ist dabei, und wenn die Leute interessiert sind, stellen sie eh auch Fragen, möchten mehr wissen, und wenn die dann wirklich noch mehr Interesse haben und vielleicht starten möchten, dann melden sie sich eh von selber. Ja, voll. Aber dieses Networking ist tatsächlich extrem wichtig. Ja, voll. Ja, das ist halt irgendwie, also gerade wenn man sich mit anderen Online-Coaches austauscht, ist es halt auch, also auch wenn es nur auf Instagram oder so ist, aber wenn man halt selbst ein guter Coach ist, weil man halt, selbst wenn man nur ein, zwei Kunden hat, aber wenn das halt Kunden sind, mit denen man schon ein bisschen Ergebnisse erzielen kann, man muss dazu sagen, gerade die ersten Kunden sind halt oft vielleicht nicht unbedingt Kunden, mit denen man die besten Ergebnisse hat, kommt halt drauf an, man kann Glück haben oder Pech haben am Anfang, und es wird immer Kunden geben, wo man nicht so gute Ergebnisse hat, und das muss man jetzt auch einfach mal so sagen, das ist auch normal, weil das ist, also manche Leute tun sich einfach schwerer, solche Dinge umzusetzen, oder es passt zwischenmenschlich nicht so gut oder was auch immer, da muss man auch vielleicht gar nicht als Coach schuld sein, sondern es ist am Anfang vielleicht einfach auch das Klientel, das nicht passt. Und ich finde, also das war zum Beispiel sowas, wo ich mich halt selbst dabei ertappt habe zu Beginn, dass ich mir selbst super viele Vorwürfe gemacht habe, weil ich mir dachte, ich bin ein furchtbarer Coach, weil ich meinen ersten Klientinnen nicht so gute Ergebnisse bringen konnte. Ja, Bullshit, ich habe 50 Euro im Monat verlangt. Natürlich kommen da Leute, die es nicht so ernst meinen, wie wenn du das Dreifache oder das Vierfache verlangst. Muss man auch einfach mal so sagen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass solche Leute nicht Gas geben können. Natürlich können sie das. Weil wie gesagt, ja, man kann Glück oder Pech haben. Und ich habe heute noch Leute von Anfang an im Coaching, die mega Gas geben und über die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber es gab halt auch die anderen. Und das hat dann auch nichts mit sich, also mit der eigenen Kompetenz als Coach zu tun, sondern einfach mit dem, ob man Glück oder Pech hat mit den Leuten, unter Anführungszeichen. Es ist, Pech ist halt, das klingt so gemein, wenn man von Menschen spricht, aber es ist halt in dem Fall jetzt einfach so, dass das muss man halt jetzt einfach mal so sagen. Und es hat dann auch, wie gesagt, eben mit der eigenen Kompetenz oder so oft sehr wenig zu tun. Also das ist generell so was, das Thema Kompetenz, was ich auch noch so ein bisschen ansprechen wollte. Weil man du hast ja vorher schon von dem Thema gesprochen, quasi, dass man vorher so alles perfekt haben möchte, bevor man es dann vielleicht zum Beispiel die Sheets veröffentlicht oder eben, keine Ahnung, dass man keine Website hat oder was auch immer. Und ich finde, es ist zwar ein gewisses Grundmaß an Kompetenz natürlich notwendig, wenn man in so einem Beruf starten möchte, weil wenn man sich nicht mit dem menschlichen Körper auskennt, ist es schwierig, mit dem menschlichen Körper zu arbeiten oder produktiv mit dem menschlichen Körper zu arbeiten. Also so ein gewisses Grundwissen sollte natürlich da sein. Aber ich finde, man fällt auch sehr, sehr, sehr oft in diese Falle hinein von, ich weiß noch nicht genug, ich kann noch nicht genug. Und das ist halt auch einfach Bullshit, weil im Endeffekt, wenn du mehr weißt als den Leuten, denen du was beibringen kannst, dann reicht es schon. Weil dann kannst du denen was geben, was die nicht haben. Und die kommen ja zu dir, um was zu bekommen, was sie jetzt nicht haben. Und das ist so das, auch wenn man da versucht, sich noch immer weiterzubilden. Weil es gibt halt die Leute, die machen Ausbildung nach Ausbildung nach Ausbildung nach Ausbildung, kommen nie ins Handeln. Also gibt es genauso, auch jetzt nicht nur im Fitnessbereich, sondern auch überall anders. Und da ist man eben so oft in diesem Ding drin von, ich kann noch nicht genug und ich weiß noch nicht genug. Dabei wüsste man vielleicht nicht alles, aber alles wird man sowieso nie wissen, aber zumindest genug, um den Leuten zu helfen. Und das reicht halt auch schon, weil den Rest lernst du eh während des Prozesses.
Wie gesagt, ich finde, ein gewisses Grundmaß an Wissen ist super, super, super wichtig. Auch ein gewisses Grundmaß an Erfahrung. Du kannst nicht 3 Monate trainieren und anfangen zu coachen. Da fehlt es einfach an Erfahrung. Aber es ist halt so wie es jetzt bei mir auch ist. Ich habe ja im Happy Fit gearbeitet. Das muss man schon vielleicht dazu sagen. Also das war ja natürlich auch Teil von meinem Werdegang, dass ich da ja mit den ganzen Probetrainings und den Leuten Übungen erklären und so auch so ein bisschen den Kundenkontakt einfach schon gelernt habe. Ist jetzt sicher nicht, also obviously nicht dasselbe wie ein Personal Trainer. Aber so dieser Umgang war halt auch schon da. Und da habe ich es halt vielleicht ein bisschen gelernt soweit und so. Und ich habe im Rahmen von dem eine Fitnesstrainer-Ausbildung angefangen, bin dann aber ins Auslandssemester gefahren und habe die nie fertig gemacht. Ich habe nie eine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Das wollte ich mich nicht fragen, weil du hast quasi wirklich im Trainerbereich keine Ausbildung gemacht, gell? Ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Ich habe die Ernährungsausbildung gemacht, über die ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil natürlich viele von diesen praktischen Empfehlungen, die bei so Ernährungsausbildungen ein bisschen ausgegeben würden, muss man halt immer ein bisschen kritisch betrachten. Aber so Dinge wie der menschliche Körper, Verdauung, Hormone, all diese Dinge, die lernt man da genauso und die stimmen halt trotzdem, weil das ist halt Textbook-Knowledge quasi. Und über das bin ich unendlich dankbar, dass ich das auch gelernt habe und dass ich das halt alles kann, weil das wird mir jetzt teilweise schon fehlen wahrscheinlich, wenn ich mich nicht in der Zwischenzeit anderweitig damit auseinandergesetzt hätte. Aber alles andere, also auch was Trainingsplanung, Trainingsgestaltung betrifft, habe ich mir dann im Laufe der Jahre, und ich trainiere halt doch seit 7 Jahren jetzt mittlerweile, selber beigebracht. Über Bücher, über Sprechen mit anderen Leuten, über Podcasts, über YouTube-Videos, über Education-Plattformen. Und über natürlich den eigenen Coach. Also ich finde es auch unheimlich wichtig, sich mal selbst coachen zu lassen, wenn man coachen möchte, damit man einfach mal weiß, wie das abläuft und eben damit man was lernen kann. Voll, guter Punkt. Ja, und ich finde auch, es ist tatsächlich auch wichtig, also da, je nachdem, warum man halt einen Coach hat, eigentlich tatsächlich auch regelmäßig den Coach wechseln. Weil wenn ich jetzt einen Coach mir nehme, der die Dinge genauso sieht wie ich immer, dann wird sich mein Knowledge immer mehr in so einem Korridor bewegen. Und wenn ich dann ab und zu mal mit einem anderen Trainer arbeite, kann ich wieder meinen Korridor erweitern und kriege davon ein bisschen Impact und davon ein bisschen Impact und kann für mich dann das Beste rauspicken, was ich dann an meine Kunden weitergeben kann. Und generell bin ich zum Beispiel auch ein sehr großer Fan an regelmäßigen Fortbildungen. Also natürlich, Ich lese auch viel, ich schaue mir viel im Internet an, ich versuche halt da wirklich immer laufend zu recherchieren, ist ja mittlerweile in dem heutigen Zeitalter wirklich deutlich einfacher geworden als in der Vergangenheit. Vor allem, ich meine, das sind halt auch immer Dinge, die auch was kosten, weil so Trained by GP, Muscle Mentor und solche Sachen oder eben N1 Training, die bieten ja wirklich sehr viel geilen Content an, aber du musst halt dafür zahlen. Oder auch eben das Peak vom Gym, wo sie auch wirklich regelmäßig sehr gute Vorträge hochladen, aber du musst halt dafür zahlen. Aber ich finde, das ist auch als Trainer eine Sache, wo man sehr gut hinein investieren kann, weil es lohnt sich. Aber trotzdem finde ich auch immer wieder gut, deswegen mache ich auch jetzt gerade die Strength-Coach-Ausbildung, tatsächlich immer wieder in so einem Präsenzunterricht, Workshop, was auch immer es ist, wieder hineinzugehen, weil wenn du aktiv dort drinnen sitzt, finde ich es nochmal was anderes. Zweitens, du lernst extrem viele Leute kennen. Networking ist dann wieder ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und du kannst dich mit anderen Leuten austauschen und nicht nur mit denen aus deiner Blase austauschen, weil sonst tendierst du da einfach, es ist ja in Wahrheit wirklich so, also die Gymblase ist ja Valentin sagt eine Übung, ja, und dann machen die Coaches, also alle Coaches, die von Valentin gecoacht werden, machen die Übung und dann alle ihre Trainees kriegen die Übung dann weitergesetzt, ja. Und das geht ja dann immer so einem Radl weiter in der Gymblase und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dann auch ab und zu mal sich von woanders mal ein bisschen so Input zu holen, um einfach mal so aus dieser Blase rauszukommen oder aus diesem Blickwinkel rauszukommen. Was aber auch überhaupt nicht, also ich möchte diese Blase überhaupt nicht schlecht reden, weil ich liebe diese Blase und ich bin sehr froh, ein Teil davon sein zu können. Aber man muss immer wieder auch mal rausschauen, weil das Leben besteht mehr aus mehr. Und es gibt sehr viele gute Trainer, vor allem auch im deutschsprachigen Raum und in England zum Beispiel auch. Mhm. Da gibt es schon wirklich sehr viele coole Leute eigentlich. Voll, voll. Und ich finde, es ist halt,
zum Beispiel gerade, weil du jetzt die Strength Coach Ausbildung angesprochen hast, ich finde, man merkt es auch total, wenn man zum Beispiel jetzt nicht unbedingt so eine Ausbildung macht und dann zu coachen beginnt, sondern vorher schon und sich dann nach Ausbildungen umschaut. Wenn man eine Weile coacht, merkt man auch, in welche Richtung möchte ich mich ein bisschen spezialisieren und für welche Ausbildungen zahlt sich literally aus, also macht es sich wirklich dann bezahlt, auch Geld auszugeben. Weil wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ich möchte sowieso, keine Ahnung, ohne jetzt irgendwie spezifisch von mir oder von dir zu reden, aber keine Ahnung, zum Beispiel spezifischer ins Thema Ernährung reingehen, dann werde ich jetzt nicht unbedingt eine Kraft-Dreikampf-Ausbildung machen, so jetzt. Ganz banal gesagt natürlich, also es soll nur plakativ sein. Also man merkt ja dann auch, okay, in welche Richtung möchte ich tendenziell mehr gehen, was ist mein Zielklientel, welches Wissen brauche ich da, um ja mit diesem Klientel umgehen zu können, um Probleme von diesem Klientel zu lösen, wo kann ich mir Ressourcen holen, und dann merkt man es eh, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Leute auf die Bodybuilding-Bühne schicken möchte oder vorbereiten möchte, oder eben auf einen Powerlifting-Wettkampf, dann ist eh die Strength-Coach-Ausbildung eine super Ausbildung. Natürlich auch für ich sage es mal, Gen-Pop-Kunden, also General Population, jetzt Leute, die nicht auf Wettkämpfe gehen. Aber jetzt rein von der Spezifizität her, weil natürlich die Krafttests und so weiter dabei sind und da Erfahrungen gemacht werden, die ich aber nicht brauche, wenn ich nie irgendjemanden in diese Richtung coachen möchte. Jetzt natürlich, Erfahrungen sind immer gut und das will ich jetzt auch gar nicht schlecht reden und so, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht der Punkt sein, sondern eher einfach nur, dass es darum gehen soll, dass man im Laufe der Zeit eh merkt, was brauche ich jetzt ganz besonders oder wo sind vielleicht auch meine Defizite, weil man kann sich halt natürlich nicht immer nur mit dem weiterbilden oder mit dem auseinandersetzen, das man eh schon kann, sondern ja, gerade die anderen Dinge wären halt auch super, super wichtig zu lernen. Aber es gibt halt trotzdem Dinge, wo man für sich weiß, okay, kann man sich mal anschauen, kann man sich mal damit beschäftigen. Aber wenn ich sowieso nie brauchen werde, dann brauche ich halt nicht so ins Detail reingehen, dass ich mir jetzt in diesem Bereich eine Ausbildung anschaue beispielsweise. Also das ist halt was, das merkt man auch im Laufe der Zeit, auch mit welchen Leuten arbeite ich gern und so. Aber das kommt halt erst, wenn man wirklich mal angefangen hat und einfach mal alle möglichen Arten von Leuten betreut hat und auch Leute betreut hat, mit denen es vielleicht nicht so gut funktioniert hat, weil dann weiß man halt auch, okay, das ist ein Klientel, mit dem möchte ich nicht arbeiten, was man halt sonst auch nicht wüsste. Also das kommt halt erst mit der Zeit irgendwie. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Grund, warum viele Leute anfangen mit Coaching und dann wieder aufhören, weil halt gerade diese Anfangsphase, wo man jetzt vielleicht noch nicht sein Wunschklientel betreut, die sein kann, die verdammt frustrierend ist, weil man vielleicht noch nicht die Ergebnisse bringt, die man gern bringen würde, oder weil man sich selber zweifelt, weil man nicht diese Ergebnisse bringt, oder weil man halt vielleicht nicht diese Dankbarkeit von Kunden bekommt oder so, die man sich vielleicht erhoffen würde. Wovon wir jetzt beide halt, also was wir jetzt beide natürlich nicht mehr haben, diese Erfahrungen, weil wir uns da durchgekämpft haben durch diese Anfangszeit. Also ich finde gerade die Anfangszeit als Coach ist schon hart. Also das ist ja, schon ja, echt nicht vor ohne. Allem, du musst halt auch wirklich teilweise echt Dinge tun, die du halt einfach nicht so gerne machst. Also da musst du halt einfach durchbeißen und viele Absagen bekommen. Also gerade auch wenn man als PT-Trainer sich ein bisschen was aufbauen möchte, da musst du halt wirklich voll dahinter sein, Kunden nachtelefonieren, Kunden Termine ausmachen, Absagen kassieren, weiter Termine ausmachen, sehr freundlich sein, den Kunden teilweise geben, was er will, auch wenn obwohl du weißt, okay, das bringt dir eigentlich in Wahrheit genau gar nichts. Mhm. Aber du kannst ihm halt nicht nur das geben, was er braucht, sondern halt auch ein bisschen einfach auch das, was er will. Und da auch sehr viel teilweise trauen, sich einfach mal auszutesten, ja, mal wirklich mal eher provokativ verkaufen, mal eher sehr, sehr nüchtern verkaufen, zum Beispiel einfach sagen, okay, passt, mir ist es eh wurscht, ich mache jetzt einfach nur mal dieses Schnuppertraining mit dem und es wird eh nichts draus. Und dann realisieren, dass durch diese Lockerheit und Gelassenheit dann die Leute erst recht irgendwie zuschlagen, weil du einfach viel besser mit ihnen umgehst oder viel freundlicher mit ihnen umgehst und nicht diesen Druck hast, Drang hast, etwas zu verkaufen zum Beispiel. Mhm. Also ich finde schon, also PT-Erfahrungen zu sammeln, das würde ich schon den Leuten eigentlich wirklich empfehlen. Ja, voll. Das zu machen, auch wenn sie im Online-Coaching anfangen möchten. Aber gerade beim PT-Training lernst du halt wirklich, welche Wörter funktionieren, welche Erklärungen funktionieren, wie schauen Fehler aus, ja, weil natürlich du selber machst schon auch Fehler im Training,
Ja, und da kannst du dann das natürlich reflektieren, aber die machen teilweise komplett andere Fehler als sie du. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gar keine Probleme habe, zum Beispiel meine Quads bei einer Kniebeuge zu treffen und mein Kunde aber schon, wenn ich da, mit dem ich diese Erfahrungen mit dem Kunden sammeln konnte, werde ich da einfach nicht wissen, welche Problematiken das für sich hat, ja. Andererseits aber dafür weiß ich aber halt zum Beispiel, wie es ist, wenn man den Latt überhaupt nicht ansteuern kann, welche Problematiken da auf einen zukommen, und da kann ich halt den Kunden dann schon sehr, sehr deutlich unterstützen zum Beispiel. Ja, also ich finde PT ist schon noch sehr, sehr wichtig, und ja. Als Fitnesstrainer bei Ketten, du wirst einfach wirklich scheiße bezahlt. Du wirst scheiße bezahlt, du bist eine billige Servicekraft, du musst reinigen, du musst putzen, du musst einfach die Arbeit machen, auf die niemand Bock hat. Aber du kommst im Kundenkontakt, du kannst diese ganzen Schnuppertrainings machen, du kannst Erfahrungen sammeln, auch wenn es dir keinen Spaß macht. Aber das sind halt quasi so die Grundlagen, die dir dann viel, viel später wirklich sehr viel bringen. Ja, voll, voll. Ich finde gerade, dass du das mit den PTs angesprochen hast, das finde ich jetzt echt nochmal recht, wirklich gut, weil das habe ich auch selbst gemerkt, eben teilweise durch das, was ich natürlich als Angestellte, nenne ich es jetzt einfach mal, also als Mädchen für alles, in der Fitnesskette, also in der Studiokette, aber auch eben mit den PTs, weil ich habe ja dann später noch PTs mit KundInnen gemacht. Man merkt es wirklich, was man da alles mitnehmen kann draus, vor allem zum Beispiel, weil Fehler bei jedem ja auch anders aussehen. Also wenn bei einem eine Kniebeuge super schön ausschaut, kann die sich super scheiße anfühlen, und bei dem anderen kann die richtig weird ausschauen. Aber sagen wir uns ehrlich, es gibt Leute, bei denen schaut eine Kniebeuge einfach nicht gut aus. Egal wie richtig sie ist, sie schaut einfach nicht so schön aus wie bei anderen Leuten. Und ja, das ist auch in Ordnung so. Aber das ist halt, man lernt halt das zum Beispiel auch anhand von dem zu unterscheiden, okay, schaut das jetzt einfach nur komisch aus oder ist das falsch? Also das ist was, da kommt man erst ein bisschen so mit der Übung einfach rein. Und wie du schon sagst, welche Wörter man verwendet oder einfach auch praktisches Wissen, Maschinen. Also das ist halt zum Beispiel auch sowas, dass man einfach verschiedene Maschinen kennt oder wie man die einstellt, wo man die einstellen kann. Da macht es halt auch Sinn, einfach in der Studiokette mal gearbeitet zu haben, weil halt 90% deiner Trainees wahrscheinlich in Zukunft in irgendeiner Kette trainieren werden, wo irgendein Techno-Gym-Gerät drinsteht. Über Techno-Gym-Geräte haben wir ja im letzten Q&A schon gesprochen. Aber es ist halt voll gut, diese Erfahrung gemacht zu haben, dass man da in so einer Kette mal drin gestanden ist und diese Geräte kennt. Natürlich, viele von unseren ZuhörerInnen werden wahrscheinlich selbst in diesen Gyms trainieren, also sie kennen es eh gut. Aber auch zum Beispiel eben mal nicht, wenn man selber trainiert, sondern diese Geräte mal an anderen Menschen zu sehen. Beispielsweise, oder eben verschiedene Übungen an anderen Menschen zu sehen und so. Es ist super wertvoll. Also das ist wirklich, selbst wenn man vorhat, nur ins Online-Coaching zu gehen und PTs zu machen, wirst du ja trotzdem, im Optimalfall wirst du dir ja Videos anschauen von deinen Leuten. Und dann solltest halt wissen, worauf du schauen musst. Und darum, da ist es halt schon sehr, sehr sinnvoll, das auch gemacht zu haben. Voll. Ja, absolut. Definitiv. Hast noch irgendeine Takeaway-Message an Leute, die interessiert wären, am Coaching, ein Coach zu werden, sagen wir es mal so, weil ein Coaching zu starten ist vielleicht irgendwie der falsche Wortlaut. Hast irgendeine Takeaway-Message für unsere ZuhörerInnen? Just do it. Ja, warte nicht, bis du bereit bist, es zu starten, sondern starte einfach. Red mit jedem deinem Umfeld und erzähl ihnen, dass du als Trainer startest, und hol dir einen Coach. Well said. Well Am said. Besten die Melli oder mich. Perfekt, noch ein bisschen schamlos Werbung gemacht am Ende. Das war jetzt so diese In-Your-Face-Verkaufstaktik, von der du vorher gesprochen hast. Perfekt, aber... Why not? Na voll, stimme ich dir hundertprozentig zu. Kleiner Take von meiner Seite noch dazu. Wenn du dran zweifelst, ob du genug weißt, dann weißt du wahrscheinlich mehr, als du denkst, weil da gibt's was, das nennt sich Dunning-Kruger-Effekt. Und wenn man beginnt, dran zu zweifeln, was man alles weiß, dann weiß man schon mehr als jemand, der glaubt, dass er alles weiß. Das war jetzt super kompliziert und zu viel für dein Prep-Brain wahrscheinlich. Nein. Ich wollte gerade sagen, voll. Nein, das stimmt. Also Dunning-Kruger-Effekt, könnt ihr googeln. It's a thing. It's real. We all know it. Und ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Yeah. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann macht's wieder jetzt einen Screenshot.
boah, meine Astel sind richtig schmal in dem T-Shirt. Haut es in eure Instagram-Story, markiert es also Petra, Anderlein, Pretti und Melanie Mut. Ihr wisst Bescheid. Wow. Und ansonsten, schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen. Mahlzeit. Viel Spaß im Gym und genießt den Sommer. Happy Summer. Happy Start Summer. Oder so. Ja. Tschüss. Wiedersehen.